Die ganze Hütte zittert. Ich glaube, es ist immer noch ziemlich stürmisch draußen. Ja, ist es. Ich mache mal ganz kurz eben ein bisschen Wasser. Nein! Wasser, ein Liter. Da, ob ich jetzt penne, wovon kommt jetzt Musik? Ob ich schlafe oder ob ich die eben die Stunde Wasser koche? Ich glaube, der Sturm hat aufgehört. Ich glaube, der Sturm hat aufgehört. Ablegen. Ja, Fett Oslo ist mein Gedächtnis und Hoshi mein Personal Trainer. Immer diese reichen YouTuber. Genau, und warum sind wir so reich? Weil ihr das umsonst macht. Ach. So sieht's doch aus. Nee, gratis. Nee, kostenlos. Neue Sidequest angehen oder willst du erstmal rehalten? Ich will jetzt eben erstmal rehalten gehen, weil das muss ja trocknen. Das muss ja 3 Tage trocknen. Ich möchte jetzt gerade noch ein Reh besorgen. Das würde ich schon sehr gerne. Weil das muss da 3 Tage liegen. Aber wie gesagt, anhand der Werte würde ich sagen, die Schuhe, so ein starkes Temperaturproblem habe ich nicht. Ich habe mehr ein Mützeproblem. Dass sie ein bisschen mehr warum läuft denn hier schon wieder ein Wolf rum? Jetzt geht mir der Wolf aber gerade echt auf die Nüsse. Ich möchte mich jetzt um das Reh da hinten kümmern. Ich will mal davon ausgehen, dass der abgelassen hat. Der Mambo, ich wünsche dir was. Gute Nacht, schlaf schön. Ich sehe schon, pass auf, der wird mich gleich von hinten annagen. Aber das Reh würde ich halt gerne vorbereiten. Ja, warum nicht? Aber dann behalte ich die Handschuhe. Nein, kannst du nicht. Brennt die Flair denn hier noch irgendwo? Läuft der Wolf. Aber dann kann er schon mal vor sich hin trocknen und dann können wir losstapfen in Richtung anderes Gebiet. Ja, der hätten wir vielleicht auch nochmal einen Reh getroffen, das kann gut sein, aber was ich habe, das habe ich. Bei den Schuhen ist mir das... Der wird mich doch nicht so weit riechen, oder? Der ist direkt in meine Richtung gekommen, und zwar ziemlich schnell.
kann mich doch nicht so weit gerochen haben, oder? Müsste ich ihn ja eigentlich auch jetzt mal hören, oder? Er ist direkt zu mir darüber. Ich weiß gerade nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Meine Güte, doch tue ich. Boah, der hört sich immer so nah an. Da ist die Geräuschkulisse ist großartig. Guck mal, wie schnell der jetzt näher kommt. Der wird mir noch nicht auf das Grundstück folgen, oder? Wie weit kommt der hoch? Ist alles meins hier. What the heck? Der kommt mir... Das gibt's doch nicht! Geh, haust du mal ab! Blödes... Das ist ja krass! What the? Need some first aid. Fress mir bloß nicht mein Fleisch weg. Gotta stop that blood loss. Da hält sich fern, solange die brennende Fackel hält. Ja, aber Verband. Habe ich denn noch einen? Yep. Anwenden. Scheinbar nicht so viel. Ja, anscheinend. Also, es ist völlig gut gemacht. Hat mir gefallen. Hätte ich jetzt nicht direkt vom Haus gestanden, hätte ich das auch nicht versucht, glaube ich. Das wäre schon ein bisschen dumm gewesen. 30%, 30%. Ja gut, das ist aber egal. Wir wollten ja hier die Rehhaut. Ablegen. 1% getrocknet, so. Guck mal, damit hat sogar Hoshi jetzt nicht gerechnet. Kann man... So sieht's aus. Nicht, dass er jetzt wieder hier steht. Aber ich wollte das restliche Reh hier eben ablegen. Weil hier draußen bleibt das schön frisch. Ich überlege jetzt... Schimmliges Rehro, warum? Ist das hier drin so schnell weggeschimmelt? Garen. Das wird alles wieder gut. Das kommt jetzt ein bisschen... Das ist wie beim Döner. Da legen sie den Sauerkraut auch manchmal beim schlechten Laden in Öl ein, damit das nicht so auffällt, dass er schon total trocken ist. Das machen wir jetzt mit dem Reh auch. Hauptsache es glänzt und dann sieht es auch wieder gut aus. Okay, guck mal, ist doch wieder frisch, das Reh. Da einfach mal aufpoliert, das Reh hier. Ich bin legal, so dunkel ist es ja eigentlich noch nicht, aber da ich am nächsten Tag eine sehr lange Reise von mir haben werde, ist es vielleicht sinnvoll, jetzt einfach nochmal zu warten. Auch wenn ich schon wieder trinke dann, ne? So langsam wird mir jetzt zu viel getrunken. Besteht jetzt gerade nur noch aus Trinken und Schlafen, das Spiel gerade für mich. Also, Plan.
Ich suche den Förster Aussichtshorn nach Henk Schließkassette. Ach, den haben wir auch noch nicht gefunden. Finde Henks Vorratsluke. Den versteckten Bunker und die Schmiede Blauhausen. Da will ich auf jeden Fall hin. Das ist egal, das ist nicht so wichtig. Finde die versteckten Fackeln in der Höhle am Eingang zu Rätselsee. Okay. Finde das Vorratsversteck in Ellens Höhle in Rätselsee. Ja, das ist alles nicht so wichtig. Warum habe ich denn immer noch Schüsse am See? Ah, da wird das Spiel anscheinend nicht aktualisiert dann. Alles klar. Macht nichts. So, die Idee wäre, wir gehen nächsten Tag hier durch. Und, hier durch. Moment, kommen wir hier direkt an oder kommen wir... Ah, nee, wir müssen hier erst durch. Hier kommen wir als nächstes durch. Und dann würde ich ganz... Die kann man mal gucken, ob wir die mitnehmen. Aber da möchte ich hin und ich möchte da oben hin. Und das wird nicht ganz ungefährlich hier. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Da habe ich Lust zu, dass wir das erledigen. Genau, so. Und dann lege ich mich jetzt einfach mal pennen und dann verschlafen wir einfach mal eben den ganzen Tag und die Nacht. Verbuggt, ja, kann gerade mal vorkommen. Ich meinte auch nicht Sauerkraut, ich meinte Weißkraut. Sauerkraut im Döner schmeckt in der Tat wahrscheinlich missgut. Da hast du absolut recht. Yep. Robert. Gucken wir mal. Und dann können wir uns schon mal in die Richtung aufmachen. Wenigstens. Oh, ein bisschen weit am Tag schon. Essen. Trinken. Fleisch nehme ich nicht mit. Das wäre nicht so gut. Was kann noch weg? Die Fackel kann man wegpacken. Da habe ich nur noch einen Schuss. Ja, das Jagdgewehr würde ich schon ganz gerne mitnehmen, muss ich sagen. Die sollte ich ablegen. Das sollte ich ablegen. Die 5 Stöcker lege ich mal alle ab. Getragener dünner Pullover. Den lassen wir auch mal hier. Kilo, es geht doch. Eigentlich geht das doch, oder? Was ich ganz gerne mit herstellen möchte, ist nochmal ein Verband oder zwei. Nähzeit hast du auch zu viel. Sind immer mehr als ein halbes Kilo. Ist das so? Hab ich so viel Nähzeit? Achso, das ist Tee, warte mal. Ablegen, ablegen, ablegen. Aktionen reparieren. Das ist Kräutertee. Ich wusste, das ist grün halt, weißt du? So. Zurück. 93, 97, 91, 86. Sieht alles sehr gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Reparieren. Ja, kommt man zur Näherin mit einer Packung Kräutertee. Ne? Oder wie war das? 91, 90. Oh, das nutzt er wirklich schnell ab, ne? Ist egal, das muss gehen. Wir wollen ja keine Weltreise machen. So,
Und auf. Wir gehen raus. Boah, Waschküche. Siehst du die Hand vor Augen nicht hier? Da kannst du nichts sehen hier. Unglaublich. Ich habe gar keine Fackel mehr. Und hier ist die letzte, oder was? Das Vorratsversteck oben. Wo sind wir denn? Das finde ich doch jetzt eh nicht. Das finde ich doch jetzt aber eh nicht. Ja, irgendwo war hier oben noch ein Vogelsversteck. Da stand ich quasi vor und habe es nicht gesehen. Hier oben war allerdings auch noch so ein blöder Wolf. Ach. Ne, doch. Ja, doch. Hier. Alles klar. Ja, das ging ja einfach. Oh, eine Magnesiumfackel. Noch eine Magnesiumfackel. Hahaha, wie geil. So, Tagebuch aktualisiert. Missionen. Ja, dann hat sich das mit den Magnesiumfackeln ja geklärt. Das hat sich mal gelohnt. Das war ja einfach. Das ist, weißt du, so rennst los. Ach Mensch, wenn ich mal Magnesiumfackeln hätte. Oh, 3 Stück gefunden. Manchmal läuft es dann richtig, ne? Eigentlich könnten wir ja hierüber und dann... Eigentlich könnte ich da über weg. Aber hier lief ja irgendwo ein Wolf, ne? Aber wenn ich in die Richtung laufe, müsste ich eigentlich auch direkt da zu dem Tunnel kommen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich hier einen Wolf treffe. Da habe ich keine Lust zu. Das muss nicht sein. Das wird noch schwierig genug, der Hände in der anderen Gegend. Wo wir hingehen. Warum rieche ich denn? Was habe ich denn dabei? Boah, ablegen, ablegen. Ich rieche ja. Oh, das ist nicht gut. Ich hätte hier das Fleisch abgelegt und da zu Hause gelassen. Da will ich jetzt einfach mal hoffen, dass ich hier keinen Wolf treffe. Jetzt will ich das Fleisch nämlich doch schon ganz gern ein paar Meter noch mitnehmen. Cool, ich hatte offen gestanden eben gar keinen Schimmer mehr, wo ich bin. Und ich dachte, ich sag mal nix. Vielleicht merkt's ja keiner. Hat ja funktioniert.
Ja, mein Ludwig ist unbeschreiblich, ne? Ah, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil hier sind auch Wölfe und Bären und alles. Aber schön sieht's aus, ne? Und schönes Wetter wieder. Ist doch hoffentlich ein Stein da vorne, ne? Und die Wölfe hatten ja auch ziemlich weit Aggro, ne? Bin mir nicht täuscht, fand ihr gleich am Anfang nur welche. Da sehe ich keine. Da sehe ich keine. Also das Weiße ist Schnee, okay. Auf der Karte. Ja, wenn das weiße Schnee ist, dann kann ich doch direkt so runterlaufen. Da muss ich mich doch nicht übers Eis quälen. Das könnte man auch machen. Gehen wir einfach hier entlang und quälen uns nicht durchs Eis. Dann machen wir das doch. Dann esse ich aber erst das Fleisch. Nein, essen, Mensch. Mal gucken, was bis zum Einbruch der Dunkelheit schaffen. Wir können schon mal Stöcker sammeln, wenn wir welche finden. Ein kleiner. Da vorne ist direkt Wolf gewesen. Allerdings ist mir ein Rätsel, warum der fiepend weggelaufen ist, der Wolf. Ah, da war ein Wolf. Den habe ich, glaube ich, noch weglaufen sehen. Und irgendwo rennt hier auch ein Bär durch die Gegend. Der war zwar weiterhin rechts, aber so ein Bär bewegt sich ja auch im Laufe der Wochen. Da vorne ist er. Der Wolf. Nach Möglichkeit will ich den jetzt nicht aufmischen müssen. Die Schüsse würde ich mir sparen. Da hinten rennt auch ein Wolf. Aha. Oho. Oh, oh, oh. Autsch, autsch. Ein junger Wolf hatte Angst vor dem stimmigen Auftritt. Jetzt laufe ich doch ein bisschen zu weit über das. Ich muss in die Richtung. Ach, so riesig ist das Gebiet hier, glaube ich, gar nicht. Da vorne ist der Wolf.